Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Aufnahmesession von Grand Ages Medieval. Ein Spiel, das ich einfach nicht richtig aussprechen kann. Eigentlich wollte ich es auch weglassen, aber jetzt habe ich es doch wieder gesagt. Egal, wir wissen, was wir spielen. Es ist zumindest nicht der Radsportmanager, wie es ausschaut. Wir haben eine neue Aufgabe bekommen, jetzt Ende letzter Folge. Wir schauen uns das nochmal an. Da es für mich jetzt auch quasi wieder Neues. Wir sollen nämlich Geleitschutz geben. Einem gewissen Agenten der Kaiserin. Den sollen wir begleiten. Bislang haben wir ja quasi nur diese zwei Truppen, also markieren wir die doch beide mal. Schauen, ob ich das mit Steuerung machen kann. Nee, geht nicht. Dann schicken wir die doch mal hoch. So. Von Odessa nach Sofia sollen wir Aufsetzen! ihn gleiten. Aber wir können ja hier erst noch mal ein bisschen weiter erforschen. Schicken wir die Jungs schon mal nach Konstanza hoch. Da sollen wir hin? Achso, da oben geht's hin. Ah, okay. Also müssen wir da gar nicht groß rumsuchen, sondern es wird uns Ach, direkt angezeigt. Menno! Oh Gott, diese Leute sind echt ätzend. Immer mit ihrem Och, Menno. Oh, da sollen wir hin. Na, Liegt in der okay, Nähe. weiter können wir nicht. Okay, das ist also weiterhin zu weit entfernt von Sofia, also kann der Junge da eigentlich auch Kein wegbleiben, Ding. weil Konstantinopel ist ja momentan eher für uns nicht so ein ganz gutes Pflaster. Dann handeln wir in der Zeit mal ein bisschen. Ja, so richtig viel gibt es hier allerdings nicht, was wir loswerden können. Ein bisschen Wein können wir wieder einkaufen. Früchte und Getreide produzieren wir selbst genug und auch von dem anderen haben wir eigentlich genug. Weiß gar nicht, aus welcher Richtung wir jetzt kamen. Von den Waren her so viel Getreide, glaube ich Mit aber eher, dass wir mal Freude. nach Zagreb fahren. Können wir auch hier wieder auf einfache Geschwindigkeit stellen. Schrottrahn, Wachs wächst und gedeiht. 644 Einwohner haben wir. Wir fehlen aber immer noch 92 Arbeiter. Aber wir produzieren jetzt schon relativ fleißig. Wir sehen hier, Backwaren produzieren wir, werden ja direkt an den Markt abgegeben. Kohle, Wein, Ziegel produzieren wir auch ein bisschen was. Also, das sieht eigentlich alles ganz gut aus. Da sind jetzt unsere Truppen, die sich hier schon hochbegeben. Jetzt ganz kurz mal das Mikrofon zur Seite. Ich weiß nicht, ob man das jetzt gehört hat. Wenn ja, tut's mir leid. Nicht wirklich. So. Da treffen sich jetzt gleich unsere Truppen. So, jetzt muss ich mich wieder dran gewöhnen, dass ich ja nicht dauernd hier mit der Kamera rumspiele. Das ist nämlich sowas, was man gar nicht bemerkt, wenn man im Spiel drin ist, dass man hier die ganze Zeit die Perspektive ändert. Das habe ich ja das letzte Mal schon gesagt. So ein paar Mal muss ich es machen, aber ich versuche es relativ ruhig, damit man da auch nicht Augenkrebs von bekommt. So, Wein können wir hier wieder ein bisschen loswerden. Vom Geld her sieht es immer noch sehr ordentlich aus. Ein paar Rohmetalle nehmen wir mit, aber nur ein paar. Tuch ist immer gut. Ziegel gibt es hier ordentlich. Die werden wir ja eigentlich auch immer los. Und damit ist der Karren auch schon wieder mehr oder weniger voll. Könnten wir theoretisch noch ein bisschen was verkaufen. Bier verkaufe ich mal ein bisschen tiefer. Und auch Felle, weil wir können ja wahrscheinlich in Budapest wieder was kaufen. Exquisit. Ich freue mich, wie gesagt, schon sehr aufs freie Spiel. Und jetzt sind wir Kaufmann. Und wir können sogar neue Truppen befehligen. Hatte ich nicht schon neue irgendwie in Auftrag gegeben? Ja. Achso, da ist die Kaserne gerade noch am Bauen. Ich die nicht auch schon hochgeschickt? Ach, Menno. Ja, stimmt. Dann haben wir jetzt 300 Landwehrsoldaten. Ich weiß nicht, soll ich es in der Perspektive spielen? Vielleicht ist es so sogar angenehmer. Dann hat man alles immer auf einen Blick. Da sieht man, zum Glück sind die Symbole hier auch relativ groß. Muss man wahrscheinlich später sowieso in dieser Perspektive spielen. Und man verpasst ja trotzdem nichts. Grafisch ist es eh kein Wunderwerk, von daher ist es nicht so, dass einem da die Details flöten gehen. So, nochmal ein bisschen Bier. Und Felle. Für alle Fälle. Den bringe ich wahrscheinlich jetzt bis zum Erbrechen. Aber das war's dann auch schon. Ihr Wir sind habt schon natürlich relativ beliebt in Budapest. exquisit. Die Stadt können wir allerdings noch nicht übernehmen. Das wird ja dann auch irgendwann sein. Das können wir natürlich irgendwann auch militärisch machen. Zielort ist zu weit entfernt. So, na, wartet ein Agent auf eine Belegung von dort und anschließend weiter nach Sofia. Okay. Da schauen wir doch. Wir zoomen mal ganz kurz ran. Hier sehen wir jetzt noch niemanden.
Schauen wir mal, wie das genau vonstatten geht. Da sind dann unsere 300 Mann. Die haben jetzt natürlich unsere Städte komplett unbewacht gelassen. Da ist jetzt auch der Speer unterwegs. Der wahrscheinlich schaut, ob unsere Städte noch bewacht sind oder nicht. Wahrscheinlich werden wir jetzt attackiert und dann war es das. Aber ich denke, im Tutorial wird das nicht so extrem sein. So, Besimbotev ist gleich... Ah, der macht sich andersrum auf den Weg. Okay. Skodran geht es ziemlich gut, muss man sagen. So, und jetzt sind unsere Truppen doch alle hier oben. Und da ist Barnas Speer. War zumindest ganz kurz im Bild. So, wo sind wir angekommen? In Sofia. Können wir ein paar Felle und ein bisschen Bier noch loswerden. Wir müssen natürlich auch wieder unser Zeug mitnehmen. Früchte auf jeden Fall. Ein paar Metalle. Ja, Ziegel und Holz, aber Früchte müssen wir auf jeden Fall mal loswerden. Ja, und dann ist das mit der Überproduktion hier doch eigentlich schon ganz gut geregelt. Natürlich jetzt hier ordentlich Getreide an Bord, aber das können wir ja vielleicht unten in Vasi loswerden. Die Truppen kann ich aber jetzt... Zielort ist zu weit entfernt. Aber den Speer konnte ich da doch auch nicht hinschicken. Fast da! Mal schauen. Vielleicht können wir es ja trotzdem noch ein kleines bisschen weiter nach oben entdecken. Wäre relativ wichtig. Da ist wieder Benito Gobin. Der blöde Sack. Da sind ganz viele Bautruppen, Händler. Ach, die Eudokia ist unterwegs. In Vasi geht es auch noch gut. 1700 Einwohner haben wir da. Ist jetzt allerdings etwas zurückgegangen und vor allem es gibt kein Getreide mehr in der Stadt. Da haben wir es ein bisschen gepennt. Da fehlen dann natürlich die Rohstoffe für die Produktion. Deswegen ist so eine, Entschuldigung, eine automatische Handelsroute natürlich doch was Gutes. Aber da kommt ja schon der Händler mit ordentlich Getreide. Dann legen wir mal viel, viel, viel Getreide in den Kontor. Der gute Krasimir Horvath, von Anfang an dabei, der gute. Dann schauen wir mal, ob da oben jetzt noch was möglich ist, weil da blinkt es halt quasi da, wo wir gar nicht hinkommen. So gut wie angekommen. Da blinkt es. Aber was sollen wir denn da machen? Wir können ja gar nicht weiter hoch. Oder müssen wir erst was entwickeln? Militär, Spießgesellen, Axtkämpfer, Werft. Aha, erlaubt den Hafenstädten. Die Reitschule haben wir ja quasi schon. Den Übungsplatz. Aber es wurde uns ja nichts gesagt, was wir da jetzt noch genau machen sollen. Oder sollten wir nach Konstanz? Also nochmal genau lesen. Nahe Odessa, nordöstlich von Konstanz, wartet ein Agent auf deinen Geleitschutz. Begleite ihn von dort nach Konstanz und anschließend weiter nach Sofia. Achte unterwegs auf feindliche Einheiten. Tipp, schicke für einen Eskorte am besten mehrere Trupps, sobald deine Einheiten den Agenten erreichen, setzt er sich in Bewegung. Was bisher geschah. Bei Until Dawn. So, ich zoome jetzt hier gerade nochmal ran, weil ich nicht so ganz schlau werde, wie ich denn hier hinkommen soll. Hier sollten wir hin. Aber ich sehe hier keinen Agenten. Kommt der erst noch? Aber ich kann ja nichts machen. Ich komme hier ja nicht höher. Alles abdecken! Kein Ding. Stärken. Aha. Aber wie schaffe ich das denn jetzt? Das wäre ja interessant. Zielort ist zu weit entfernt. Was soll ich dann jetzt machen? Was? So weit? Ich kann die jetzt nicht nach Konstanza, bringt ja eigentlich nichts. Nun gut, muss ich gleich nochmal schauen. Bin ich jetzt gerade etwas überfragt, wie das genau klappen soll. Ein bisschen Bier müssen wir auf jeden Fall mitnehmen. Wolle natürlich wieder. Haben wir eine Überproduktion an Wolle. Honig auf jeden Fall. Auch eine etwas Überproduktion vorhanden.
Waren jetzt aber schon länger nicht mehr hier unten in Athen. Ja, aber hier ist ja niemand. Da sollen wir hin. Mit unseren Truppen. Und jetzt stehen wir hier vor Konstanza und es ist ja keiner da. Muss das sein? Ja, es muss sein. Und vor allem beeilt euch mal. Wahrscheinlich stehe ich hier gerade auf dem Schlauch. Achso, okay. Jetzt hat es funktioniert. Ja. Okay. Ah, da ist er. Ach, Menno. Schnell hinterher, Leute. Ich handle mal schnell. Es geht hier auf Pause. Ja, davon hängt nur das Spiel ab, ob der Agent überlebt oder nicht. Wichtiger ist erstmal hier großen Reibach zu machen. So, müssen wir wieder Getreide mitnehmen. Die Überproduktion ist natürlich immer noch vorhanden, keine Frage. Na, Ziegel und Holz haben wir noch genug an Bord, da können wir auch nichts mitnehmen. Wolle können wir ruhig mal ein bisschen tiefer verkaufen. Und dann fahren wir mal nach Schkott ran. Sehr wohl. Da können wir bestimmt gut was loswerden. Schön gewachsen die Stadt, ist im Reichtum 1173 und theoretisch könnten wir jetzt auch einen dritten Karren, einen dritten Händler machen, was mir gerade so einfällt. Deine aktuelle übersteigende Laufe über der Prüfe deine. Ja, ist doch gut. Den werben wir trotzdem an. Schauen wir in die Bilanz rein, woran es liegt. Ja, momentan Produktionserlöse minus 32.000. Okay, es ist schon relativ deutlich. Mit zivilen Einheiten, Militär kostet natürlich ordentlich. Aber das wird schon. So, Honig. Wir werden jetzt auch wieder durch Warenerlöse ein bisschen mehr machen. Und wie gesagt, es ist nur das Tutorial. Die Kampagne ist jetzt nicht so das Superdrama. Wenn wir da jetzt ein bisschen Geldprobleme bekommen, was ich noch nicht mal glaube, dass das passieren wird. Dann werden wir das schon immer noch los. Schon unterwegs. Jetzt haben wir den Kerl doch nach Konstanza gebracht. Da ist er doch sicher angekommen. Okay, jetzt geht's nach Sofia. Da müssen wir mal ganz kurz ein bisschen runter. Ach, Menno. Und dann begleiten wir ihn doch dorthin. Ich hoffe mal, er wartet auch auf uns. Können ja, jetzt bleiben wir trotzdem gerade mal ein bisschen rangezoomt. Die sind aber ganz schön schnell unterwegs. Da sollen wir hin? Können wir den verfolgen? Nee. Truppen was? Eingraben. So weit? Sind unsere Jungs schon wieder bereit zum Handeln? Da wir ja ein bisschen Geld brauchen. Machen wir das mal. Da gibt es nämlich ordentlich Kohle. So, Fisch müssen wir natürlich wieder mitnehmen, aber nicht gleich alles. So, naja, Holz brauchen wir eigentlich nicht. Ein bisschen was nehmen wir mal mit. Dann fahren wir nochmal nach Vasi runter, um da ein bisschen Fisch hinzubringen. Da haben wir theoretisch jetzt ja auch wieder Truppen. Also das ist unser... Ach, den Speer haben wir ja zurückgeschickt, stimmt. Der hatte sich ja erst eingegraben. So, jetzt aber mal kurz schauen, wo der Junge ist. Muss das sein? Ja. Das muss definitiv sein. Wir handeln mal weiter in Skodra. Da sieht es jetzt auch nicht mehr ganz so rosig aus, aber... Wenn die Stadt natürlich immer weiter wächst, dann wird das auch schwieriger zu versorgen. Keine Frage. Huch. Da habe ich gerade noch mehr verkauft, als ich wollte. So, das sieht doch gut aus. Wein können wir sehr, sehr günstig mitnehmen. Wollen wir gar nicht so teuer einkaufen. Holz müssen wir mitnehmen. Und Backwaren. Jawohl, sehr schön. Es lohnt sich die Produktion. Ein bisschen
bisschen Kohle nehmen wir mit, aber auch nur zum niedrigen Preis. Und dann fahren wir mal nach Vasi runter. Da können wir bestimmt gut Wein loswerden. Das stimmt, da ist ja jetzt der zweite Karren quasi. Der dritte Händler, den wir jetzt schon haben. In Shkodra. Achso, der hat aber nur einen Karren. Da müssen wir auf jeden Fall noch was in Auftrag geben. Muss ich erst noch lernen, dass das hier alles in derselben Übersicht geht. Karren, dann gehen wir mal direkt 5 in Auftrag. Weil sonst kann er natürlich nur 100 laden, das ist viel zu wenig. Schicken wir mal nach Sofia und dann zurück. Und dann haben wir jetzt quasi schon 3 Karren, die hier rumfahren. Ich denke mal, langsam nähert sich das Ganze auch so ein bisschen zumindest am Ende. Ich hoffe es fast. Ich hoffe mal, dass da nichts passiert. Ob da feindliche Truppen schon irgendwo warten. Was haben wir hier? Da ist ein Zelt. Ach, Menno! Aber eigentlich sollten die relativ sicher sein. Oh, da sind sie. Da sind sie. Muss das sein? Okay, die Truppe befindet sich im Kampf. Kann ich da nicht mit angreifen? Mit den anderen beiden doch jetzt. 300 gegen 227. Jetzt läuft er natürlich eher unbewacht dort rum. Ich kann den Speer mitschicken. Scheiße. Müssen wir mal ganz kurz ein bisschen langsamer machen. Weil jetzt muss man natürlich schauen, ob hier nicht noch irgendwo Truppen sind. Aber immerhin haben wir dort jetzt einige aufgehalten. Aber so ist es ja fast taktisch, wenn da jetzt noch irgendwo Truppen sind und ich habe meine kompletten 300 dorthin geschickt. Bin mal gespannt, wie das jetzt weitergeht. Wir handeln jetzt erst gerade nochmal. So, wir sehen, dass wir hier richtig gut was loswerden. Ach komm, Getreide verkaufen wir mal niedrig. Nehmen können wir ein bisschen Kohle. Honig auf jeden Fall. Ah, nicht alles. Aber Honig produzieren wir extrem gut. Aber wir werden es auch los. Das ist eben anders als noch bei einigen anderen Produkten. Dann fahren wir nochmal nach Shkodra. In Sofia, genau, da haben wir ja den... Ja, da können wir natürlich gar nichts machen jetzt im Endeffekt. Egal, dann fahr wieder zurück und hol dir deine Karren ab. Wir schauen, dass das hier funktioniert. Na, natürlich sind die anderen besser ausgerüstet, habe ich das Gefühl. Da haben wir nur den Speer. Wir haben generell nur 3 Trupps. Jetzt noch welche auszurüsten. Die Reitschule ist wahrscheinlich noch nicht fertig. Doch, Kaserne. Dann können wir mal schauen. Speer, Landwehr... Bonus gegen Reiter, ja, aber ich dachte, wir könnten dann jetzt vielleicht schon mehr ausbilden. Oder muss man da erst noch Entwicklungsstufen erreichen? Das muss ich auf jeden Fall nochmal ausprobieren, wie das dann alles genau funktioniert. Okay, das müssen wir aber auch erst noch erforschen. Also momentan ein bisschen die Hände gebunden. Hier ist jetzt unser Agent, der sich aber auch noch weiter bewegt. Ja. Dann gehen wir jetzt mal wieder in die etwas weiter entfernte Stufe, damit ich nicht dauernd hin und her zoomen muss. Wir sehen, dass er sich weiter bewegt. Und ich hoffe, wie gesagt, da ich jetzt alle Truppen hier hingesendet habe, dass das gut geht. Dass da keiner mehr auf ihn wartet hier unten. Weil das wäre natürlich ein cleverer Schachzug, aber wir können ja zumindest mal den Speer in seine Richtung schicken. Dann kann der als Einzelner kämpfen. Wenn alle nur so schnell wären wie der Speer. Das wäre ja ein Traum. Ich nenne ihn jetzt Albert Speer. So, Vasi ist damit richtig gut versorgt. Jetzt wollte ich wieder gerne was in den Kontor legen. Brötchen können wir auch noch ein paar vorbeibringen. Ziegel gehen auch immer. Ein bisschen Kohle nehmen wir noch mit. Wolle müssen wir wohl mitnehmen. Honig natürlich.
Getreide brauchen wir ja hier in der Stadt. Früchte nicht unbedingt. Felle können wir auch mal ein bisschen niedriger verkaufen, aber auch nicht super. Jo, und damit war es das eigentlich. Honig noch ein kleines bisschen. Jo, bleibt bei 80. Dann fahren wir nochmal nach Athen runter. Ich weiß gar nicht, ob man die umbenennen kann. Jawohl, das kann man. Dann kann man nämlich dem Ganzen auch noch so ein paar Namen geben. Und jetzt ist auch bald, ist er schon da. Die kämpfen hier oben ein bisschen sinnfrei, weil er ja quasi auf dem Weg ist. Aufsetzen! Und kurz vor Sofia wird da jetzt keiner mehr kommen. Dann haben wir nämlich auch diese Aufgabe gelöst. Dann haben wir ihn eskortiert, haben unseren Späher jetzt mal nach Sofia geschickt. Der müsste jetzt in diesem Moment auch angekommen sein. Endlich hat die Kutsche die Stadt Sofia erreicht. Und noch immer rätselt Leon, welchen Auftrag der Agent der Kaiserin haben könnte. Doch als Leon ihn in Empfang nehmen will, erwartet ihn eine Überraschung. Es ist Eudokia selbst. Sie hat die Mühen einer Reise in Verkleidung auf sich genommen, um eine Nachricht zu überbringen, für die kein Bote geeignet ist. Barnas wütend gegen Leon, er wächst nicht ausschließlich seiner Gier auf den Thron. Ihn treibt die Eifersucht auf den Mann, an dem die Kaiserin mehr als nur politisch Gefallen gefunden hat. Diese Neuigkeit verwirrt Leon, denn die Kaiserin war für ihn stets unerreichbar. Doch mit jeder Stunde, die sie in Leons Nähe verbringt, wird offensichtlich, dass Eudokia tatsächlich Gefallen an dem jungen Feldherrn gefunden hat. Und plötzlich scheint das Unmögliche zum Greifen nah. Am nächsten Morgen wissen Leon und die Kaiserin, dass sie füreinander bestimmt sind. Und dass sie alles überwinden werden, was sie jetzt noch voneinander trennt. Juhu, Kapitel 2, flachgelegt. Eieiei. Mein lieber Leon, wir werden Barnas Intrigen gemeinsam begegnen. Gewiss noch erwartet dich in Konstantinopel der Tod, doch deine Familie ist geachtet. Dir fehlt nur der richtige Titel, um von den Senatoren gehört zu werden. Wenn du ihnen erst auf Augenhöhe begegnest, kann ich auch deinen Fall neu verhandeln lassen. Okay, das war jetzt richtig ätzend. Also, dass da jetzt noch so eine blöde Liebesgeschichte mit reinspielt und dass Eudokia ja so einen Narren an uns gefressen hat und Barnas eigentlich nur eifersüchtig ist. Meine Fresse. Das ist ja wirklich blöd. Aber nun gut, jetzt sollen wir den Rang Baron erreichen, um von den Senatoren als ebenbürtig akzeptiert zu werden. Du steigst auf, indem du mehr Städte gründest und bestehende Städte vergrößerst. Ah, Wahnsinn, da wäre ich nie drauf gekommen. So, die kämpfen da trotzdem weiter fleißig weiter. Es macht überhaupt keinen Sinn mehr zu kämpfen, weil Eudokia ja angekommen ist. Jede Stadt beansprucht ein gewisses Gebiet. Die Summe all deiner Gebietsansprüche ist ein Maß für deinen Erfolg und die Grundlage deines Aufstiegs. Je größer eine Stadt ist, desto größer ist auch ihr Gebietsanspruch. Beispielsweise beansprucht die Stadt mit 10.000 Bürgern den doppelten Platz einer Neugründung. Aha. Im Dialog dein Imperium kannst du den Fortschritt auf dem Weg zum nächsten Rang ablesen. Dann schauen wir uns das nochmal ganz kurz in Ruhe an und Tarib. Am einfachsten erhöhst du deinen Rang, indem du neue Städte gründest. Allerdings erhöht sich der Gebietsanspruch einer Stadt auch, indem sie wächst. Du solltest also zum einen neue Städte gründen, zum anderen aber auch in deinen bisherigen Städten neue Betriebe errichten, sofern das sinnvoll ist. Jo, dankeschön. Ja, neue Städte sind auf jeden Fall sinnvoll, da uns ja immer noch einige Produkte fehlen. Da müssen wir allerdings erst einen Siedler für machen. Schicken wir die mal mit ganz kurz nach Split rüber, bis die anderen beiden Wagen fertig sind. Und eigentlich können wir hier doch jetzt flüchten, es ist doch wurscht. Benito Gobin, für den jetzt platt machen oder nicht? Flüchten geht, glaube ich, nicht momentan. Wenn die erstmal in der Schlacht drin sind, dann geht da nichts mehr. Doch, alle flüchten. Weil ich will ja jetzt eigentlich keine unnötige Schlacht führen. Und Benito Gobin, der hat uns ja ohnehin den Krieg erklärt, mehr oder weniger. So, dann sind wir jetzt quasi in Kapitel 2. Baron, in dein Imperium kann man sehen, wie groß der fortaktuelle Gebietsanspruch durch Städte ist. 2170, er muss auf 2700 gehen. Also geht es hier gar nicht so um das Geld, sondern hier geht es eher um den Gebietsanspruch. Dann schauen wir doch mal, dass wir nochmal eine neue Stadt kreieren. Aber ich hoffe mal, die verfolgen uns jetzt nicht bis nach Sofia. Gute Idee. Kann man die Flucht nicht abbrechen?
Gute Idee. Ah, jetzt sind die stehen geblieben. Jetzt ist Benito stehen geblieben. Das ist auch gut so. So. Und dann schauen wir mal. Dann machen wir nämlich jetzt noch einen neuen Siedler. Der kostet zwar 12.000 und ordentlich an Materialien, aber den machen Mama und Papa jetzt nochmal schnell, den Siedler. So, Benito bleibt da oben. Da soll er auch gefälligst verrotten. Macht sich jetzt, nee, ich dachte, er macht sich gen Norden auf, aber er bleibt dort, wo er ist. So, wir haben drei Karren jetzt momentan. Wenn wir noch eine neue Stadt machen, dann können wir quasi noch einen vierten. In Shkodra sind jetzt auch noch ein paar Karren, die gebaut werden. Da ist wieder Benito, der versucht, unsere Städte auszuspähen. Der hat auch viel, viel mehr Späher unterwegs. Muss man mal schauen, inwiefern das dann nützlich ist. So, dann sind wir hier in Athen angekommen. Wie gesagt, wenn der Siedler gleich fertig ist, dann können wir schauen, was wir da genau machen. Hier ist auch eine große Honigproduktion. Honigverbrauch in der Stadt, wo man jetzt gar nicht so genau weiß, warum. Ich denke mal, da brauchen wir erstmal nichts mehr. Ein paar Metalle können wir noch verkaufen. Wein geht immer, gesoffen wird überall. Kaufen können wir jetzt, ja, zumindest ein kleines bisschen Tuch. Wolle würde ich mal weglassen, Bier eigentlich auch fast. Dann fahren wir doch mal, ja, nach Gizmir gibt es keinen Weg. Kann ich meinem Bautrupp eigentlich sagen, dass er eine Straße von zwei Städten bauen soll? Ah, das geht. Okay. Eine gute Wahl. Sehr wohl. Ich komme nach Izmir. Und der Straßenbau geht ja relativ fix. Finde ich gut. So, Shkodra hat wirklich einen großen Verbrauch an fast allem. Gerade Honig brauchen die natürlich hier. So, man muss sich halt erst noch dran gewöhnen, dass man vielleicht anders verkaufen muss. Da man es ja nicht mehr einfach in den Kontor legen kann. Das macht das Spiel schon deutlich anders. So, hier machen wir jetzt nicht noch mehr Wagen dran. Dann fahren wir jetzt mal nach Sofia zurück. Um zu schauen. Da sind wieder die Flora. Ah, okay. Flora ist also eine feindliche Stadt, wie es hier unten angegeben wird, in Rot. Gelb ist dann wahrscheinlich neutral und Blau sind unsere. Mal schauen, wie lange... Was fehlt denn? Arbeitskräfte fehlen. Oh, okay. Es kommen aber doch 12 nach. Wöchentliche Änderung. Also eigentlich sollte das gar nicht so schlimm sein. Ich habe die Soldaten jetzt auch mal nach Sofia gebracht. Dann können die ordentlich Getreide und Früchte fressen. Da haben wir hier eh eine Überproduktion, da wäre das gar nicht so schlimm. Unser dritter zusätzlicher Händler, den wir vielleicht noch gar nicht brauchen. Dem gebe ich jetzt trotzdem gleich mal ein paar Karren mit, dann können wir auch wieder ordentlich Wein einkaufen. Ist die Kiste fast voll mit Wein. Wolle brauchen wir eigentlich nicht und dann... Oh, da waren dann nicht Werkzeuge? Nee, sorry, habe ich mich verschaut. Mit Freude. So, bevor wir uns jetzt hier ein bisschen im Kreis drehen, hoffe ich, dass wir relativ schnell jetzt die neue Stadt gründen können. Aber ich würde sagen, da haben wir ja Kapitel 2 erreicht, deswegen mache ich hier mal ein kleines Folgenpäuschen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, haben auch fast 300.000 Goldstücke jetzt inzwischen schon wieder. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, bis dann.